Hallo liebe Leute, hier habe ich von Amazon eine Überwachungskamera, also für Innenbereich, zum Testen bekommen. Schauen wir uns das Teil mal genau an. Es ist eine Anleitung mit dabei, in verschiedenen Sprachen, Deutsch ist auch mit dabei. Dann hätten wir so eine Aufkleber, eine Micro-USB-Kabel, zwei Schrauben mit zwei Dübel. Ein Netzteil haben wir mit dabei, eine Halterung, kann man an die Wand zum Beispiel schrauben und das kommt dann genau hier darunter und dann kann die Überwachungskamera entweder an die Wand oder Boden irgendwo, also es ist zum Festmachen oder man kann die Kamera auch überall so hinstellen. Unten sind natürlich Silikonnoppen hier, damit das nicht wegrutscht. Und dann hätten wir hier für Stativ eine Stelle, genau da in der Mitte. Kann man auf dem Stativ auch installieren, ohne Probleme. Funktioniert. Und hinten haben wir einen Micro-USB-Anschluss. Kabel ist hier dabei und Netzteil auch. Ja, das wäre jetzt die Kamera. Und die Kamera kann sich hier drehen nach oben, nach links und rechts. Und dann kann er sich hier auch komplett 360 Grad um die eigene Achse auch noch drehen. Dann hätten wir einen Sensor hier oben. Genau, hier ist es. Und dann haben wir unten hier einen Knopf, wo man beim Konfigurieren 3 Sekunden lang drücken muss. Dann kommt ein Piep, nachdem man hier ein Netzteil angeschlossen hat. Drückt man auf diesen Knopf 3 Sekunden lang. Und danach kommt ein Piep. Loslassen und auf dem Handy das App konfigurieren dann und vom Wireless LAN das Passwort eingeben, aber funktioniert natürlich nur mit 2,4 GHz, also Obacht geben. Und das wäre es dann auch eigentlich schon und dann kann man das App konfigurieren. Ja, die Qualität ist in Ordnung, die Verarbeitung ist wirklich sehr gut. Erst einmal, ich muss ehrlich sagen, ich habe solche Kameras hier, 4 Stück bei mir, wegen unserer jüngsten Enkelin, die bei uns ab und zu mal schläft, wenn sie Besuch kommt im anderen Zimmer. Und da haben wir immer wieder mal Kameras. Die Tochter hat mal eine gekauft, dann habe ich mal gekauft und dein Schwiegersohn. Und somit haben wir 4 und das ist hier die 5. und alle schauen fast gleich aus. Eine sogar wie ein Hund, ist sogar ein Hund, aber es hat den gleichen Knopf. Kopf hier schaut genauso wie das hier aus. Okay, alle bis jetzt waren in Ordnung, Konfiguration super. Bei dem hier ist es, muss ich ehrlich sagen, das schlechteste App von allen. Ja, nicht vergleichbar mit dem anderen Kamera-Apps, die kosten genauso viel wie der hier. Die schauen genauso aus fast, aber die haben eine andere App. Auf jeden Fall hat der den schlechtesten. Und vor allem, was bei mir hier überhaupt nicht funktioniert, ist der Sensor hier. Der funktioniert nicht. Die Kamera verfolgt keinen Motion-Sensor. Also wenn jemand vor der Kamera ist, wird nichts verfolgt. Man kann hier die Kamera überhaupt nicht drehen. Manuell bei mir geht es gar nichts hier. Bei den anderen Kameras funktioniert auch, aber bei dem nicht, dass man sie manuell nach links, rechts, nach oben drehen kann über dem App. Und wie gesagt, der Motion-Sensor, genau diese hier, wo der Sensor ist, der funktioniert nicht. Man kann da rumlaufen, wie man will, da wird nichts verfolgt, der bleibt nur so stehen. Somit hat die Kamera für mich eigentlich fast gar keinen Wert. Ja, und ja, ich kann damit eigentlich nichts anfangen. Die Bildqualität, muss ich ehrlich sagen, ist in Ordnung. Kann ja sein, dass bei mir diesmal es kaputt ist. Muss ja nicht bei jedem von den Kameras so sein. Egal was man kauft, von 100 Artikel oder 1000 Artikel sind immer ein paar kaputt. Egal ob die 600 Euro kosten oder 1000 Euro kosten. Es passiert sowas, aber wie gesagt, die Bildqualität ist in Ordnung, die Verarbeitung ist in Ordnung, aber es funktioniert halt nicht, die Bewegungssensor. Und Handbetrieb, also mit dem App funktioniert es genauso nicht, dass man es steuern kann. Und ja, deshalb gibt es von mir leider diesmal nur 3 Sterne, weil somit habe ich das keine Nutzung für diesen App da.
Und das ist ja eine Kamera, wo sich bewegen soll und Bewegungssensor auch innen drin erkennen soll. Es ist ja auch nicht nur für Baby gedacht, weil für Baby haben wir schon. Das hätten wir als normale Kamera in einem Zimmer installiert oder meinetwegen an der Terrasse zum Beispiel, wo kein Regen, nichts hinkommt, hätte man auch machen können von Innenbereich aus. Aber somit da der keine Bewegungen erkennt. Und das App eigentlich so nicht so gut ist, hat das für mich keine Verwendung. Deshalb 3 Sterne nur.